Moin Leute und herzlich willkommen hier auf dem Windlaunch-Kanal. Ich bin hier mit dem guten Gerrit. Hallo. Im Headquarter von Sailoft Hamburg und wir haben hier vor uns das Sailoft Quad. Du hast gesagt, das ist euer Bestseller. Ja. Und ich würde gerne mal erfahren, was es damit auf sich hat. Das Quad ist unser meistverkauftes Segel. Wie der Name schon sagt, hat es 4 Latten. Ja. Und ist damit natürlich schön leicht und sehr angenehm im Handling. Ja. Und der Trick oder die Entwicklung vom letzten Modell auf das 24er Modell ist halt, dass das Segel deutlich softer geworden ist. Wir haben das On-Off verbessert. Okay. Und On-Off bedeutet halt jetzt, sieht man halt das Segel ohne Wind. Das Profil ist komplett flach und hat nur noch so einen ganz leichten Shape an der Fußlatte. Mhm. Wenn man das Segel dicht nimmt, bildet sich aber ein sehr tiefes Profil aus. Ui. Und wenn man das Segel beim Wellenabreiten wieder aufmacht, plupp, ist das Profil wieder weg. Wind drin, tiefes Profil, ohne Wind flach. Ja. Und also das Surfmagazin nennt das halt On-Off. Ja. Und das ist halt sehr, sehr ausgeprägt jetzt bei dem Segel. Man sieht, wenn man von hier vorne schaut, das ist jetzt praktisch so der Allround-Trim. Ja. Und die Latte über der Gabel ist praktisch senkrecht an der Vorderkante Mast. Also ohne Wind schiebt das Segel das Profil nach vorne und ist halt sehr flach und neutral. Aber sobald Wind ein flaches Segel, fährt er nicht los. Ja. Und mit Wind drin kommt das Tuch halt, sieht man richtig schön, hier vorne aus der Masttasche. Mhm. Und das Segel arbeitet halt sehr, sehr gut. Wir haben das jetzt, ist es jetzt aufgebaut mit relativ, hat nur Loose Leech im Top. Mhm. So. Und wenn man mal simuliert, dass ein bisschen Wind drin ist, dann biegt sich ja der Mast nach Lee. So. Und dann sieht man jetzt, dass sich das da hinten auch spannt. Okay. So. Und für mehr Wind kann ich das Segel halt auch unten weiter durchziehen. Ja. Tata. Ich überspringe jetzt mal den mittleren Trimbereich. Ja. Und gehe gleich mal in den Bereich, wo es ein bisschen mehr für Starkwind halt wäre. Ups. Oh. So. Jetzt muss ich hier hinten einmal ein bisschen nachstellen. So, jetzt sieht man auch, dass wir hier deutlich Musik im Segel haben. Da eigentlich noch nicht. Und wenn ich das gleiche mache wie eben, will ich mal den Wind simulieren. Das ist ja geil, dass ihr das hier so festmacht. So. Also, wir haben jetzt unten mehr gezogen, dadurch bekommen wir mehr Loose Leech ins Segel und das Profil wird flacher. Aber wenn Wind drin ist, habe ich immer noch ein tiefes Profil. So, nur jetzt habe ich schon gleichzeitig viel mehr Loose Leech. Also wenn jetzt eine Böe kommt, eben hat man gesehen, dass es hier total gespannt war und jetzt ist es hier immer noch locker. Das heißt, wenn der Tisch nicht im Weg wäre, könnte das Segel im Top noch viel mehr aufmachen. Okay. So, ich habe also eine Kombination aus Kontrolle durch das Loose Leech, ja, angenehmem Handling, weil das Segel sich ohne Wind flach stellt, ja, und ich habe Power, weil mit Wind drin noch ein tiefes Profil da ist. Okay. So. Wenn jetzt das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. All in one. All in one. Und trimmbar übers Vorlieg. Ja. Und wenn du jetzt das Gefühl beschreiben müsstest auf dem Wasser, wie fühlt sich das jetzt an? Das Segel ist halt sehr soft jetzt. Ja. Und es arbeitet hervorragend in der Gabel. Wenn ich, ja, also eine Welle runterfahre und das Segel aufmache, stellt es sich flach. Mhm. Und es kommt auch softer, wenn du einen Cutback fährst und das Segel aufmachen musst. Ja. Dann kommt ja auch das Profil wieder rein. Ja. Aber es reißt sich halt nicht vorne rüber. Okay. So. Und wenn man springen möchte, ist es oder landet, meinetwegen beim Backloop, biegt sich der Mast ja auch stark, ja, spannt dann das Achterleak, wie wir eben gesehen haben. Aber das Segel kann trotzdem immer noch oben aufmachen. Ja, okay, verstehe. So. Wenn man jetzt mal, wir haben ja 2 verschiedene Wave-Segel.
Und das Curve hat halt 5 Latten im Segel. Ja. Und das bedeutet, die Latte über der Gabel, die ist etwas weiter unten. Die Latte ist hier und die Latte ist da. Wo wir jetzt vielleicht einen Meter Lattenabstand haben, sind es dann nur noch, je nach Größe, 60, 70 Zentimeter. Okay. Und die eine Latte extra sorgt halt beim Curve dafür, dass das Segel oben raus viel, viel länger fahrbar ist. Okay. So, also wer jetzt gerne angepowert fährt, auch als das Curve als Bump- und Jump-Segel benutzt, so die Größen 5,3 und 5,9, oder ein 4,7er Curve als Starkwind-Freeride-Segel benutzen möchte, das kann das halt sehr gut, weil es irre druckpunktstabil ist durch die 5 Latten. Mhm. So. Jetzt könnte man ja denken, hui, darauf nehme ich nicht gleich das Curve. Also das Curve stellt sich halt nicht ganz so flach wie das Quad. Ja. Beim Curve ist immer noch ein kleines Restprofil drin, weil das Segel auch etwas... es ist anders geschneidert. Der Unterschied ist jetzt halt gar nicht so sehr, dass das eine Segel flach und das andere bauchig ist. Mhm. Vom Gesamtbau sind die eigentlich beide sehr ähnlich. Aber das Quad will sich halt flach stellen. Das Curve ist etwas mehr vorgespannt. Mhm, verstehe. Mit einem gespannteren Segelprofil, weißt du von den ganzen Slalomsegeln, die du immer fährst, erhöhst du halt auch die Druckpunktstabilität. So. Und das ist so die Domäne vom Curve. Ja. Mit einem Allround-Trim hast du eine riesen Windrange. Und die Windrange beim Curve ist größer als beim Quad. Ja. Weil es durch die extra Latte oben raus halt mehr kann. Aber das ist trotzdem euer Bestseller. Ja. Genial. Viele Leute mögen halt gerne, stehen halt so auf diese Leichtigkeit, ja, auf das angenehme Handling. Ja. Und hier oben in Norddeutschland wird halt sehr viel in der Welle gefahren. Ja. Und da ist dann halt das Quad erste Wahl. Ja, bei uns am Baggersee leider nicht. Da fehlt die Wellenmaschine. Ja, die fehlt noch. Du, Thema Materialauswahl, für dich ist das wahrscheinlich schon gang und gäbe, deswegen gehst du von dir aus wahrscheinlich gar nicht mehr drauf ein, aber es ist ja schon sehr besonders, das ganze Segel ist aus X-Ply, ich glaube, eure Segel sind extrem langlebig, möchtest du da vielleicht noch einmal drauf eingehen? Ja, Full X-Ply Segel, ja, bis auf das Fenster, was wir halt in dickem Monofilm machen. Auch im dickeren, in den Wave-Segeln ist dickerer Monofilm eingebaut als in den Freeride-Segeln. Okay. Aus Stabilitätsgründen. Und Monofilm bringt halt die beste Durchsicht. Ja. Was dann wichtig ist, es wird immer viel über Segelgewicht geredet. Mich persönlich interessiert dabei aber nur das Nassgewicht. Ja. Also, ich möchte kein Segel haben, was sich nach 2 Stunden Gebrauch völlig voll Wasser säuft. Also haben wir ein Masttaschentuch. Wenn du das anfasst, dann fühlt sich das viel steifer an als das von anderen. Ja, krass. Es nimmt sehr wenig Wasser auf. Es dehnt sich auch sehr wenig. Ist das so, dass manche Segel sich mit Wasser vollsaugen? Ja, gibt es einige Marken. Okay. Du magst aber natürlich jetzt nicht sagen, welche. Nein, ich will ja nicht. Aber lieber nicht. Das wissen die Leute, die sowas haben, dann schon selbst. Unsere Segel tun es nicht. Ja. Also unser Masttaschentuch nimmt wenig Wasser auf. Wir achten drauf, überall, wo es möglich ist, dass wir die Verstärkung vollflächig klebend machen. Mhm. Auch in allen Lagen dazwischen. Ja. Dass da halt sich keine Wassertanks bilden und das Segel sich voll Wasser säuft. Wahnsinn. Dann ist auch einfach entscheidend Segelgewicht oben. Im Top darf es halt nicht schwer sein. Ja. Wenn ich das stabiler mache im Gabelbaumbereich unten, ja, dann wiegt es vielleicht irgendwie 50 Gramm mehr auf der Waage. Ja. Aber das merkst du beim Fahren ja nicht. Ja. So. Also es zählt Nassgewicht, super beim Quad oder bei allen Sailoft-Segeln. Und das Top muss leicht sein. Ja, das ist so. Okay, alles klar. Also extreme Langlebigkeit, sehr stabil und saugt sich nicht voll mit Wasser. Ja. Das war mir bis eben noch gar nicht bewusst, dass das ein Ding ist. Das aber ist eins. Ich habe so gelernt. Also ja, Trockengewicht kann man, also zum angenehmen Handling, Gewicht ist natürlich immer ein Punkt. Ja. Nur das allerleichteste Segel, wenn es halt schnell kaputt geht,
Da haben auch die wenigsten Freude dran. Nö, klar. Und ich meine jetzt also, in dem Größenbereich, für mich als Slalomfahrer wiegt das gefühlt alles gar nichts. Ja, das ist richtig, aber... Weil wenn du dann mit einmal so einem 8-6er 4-Kämer-Segel gefahren bist, dann... Da ist auch ungefähr mit der breiten Masttasche das Material eingebaut, da könnte man 2-4-6er draus schneiden. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. So, und dann ja. Kommt man auf ähnliche Gewichte. Ja, sehr cool. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für die Informationen. Wenn ihr euch für das Segel interessiert, checkt natürlich gerne die Links aus in der Beschreibung. Ihr könnt das Segel natürlich gerne bei uns über die Windlounge bestellen. Wir beraten euch auch sehr, sehr gerne, stehen im engen Austausch mit euch. Und genau, auf der Website von euch gibt es sicherlich auch noch mehr Informationen. Ja, es gibt noch mal jetzt vom, es gibt ein ausführliches Aufreg-Video. Oh ja, das kommt bei euch auf dem YouTube-Kanal. Ja, das ist allerdings das Vorgängermodell. Ja. Und was ich jetzt halt besonders, nochmal um das hervorzuheben, geändert hat, ist halt, dass dieses Segel halt viel, viel ausgeprägter on-off ist. Ja. Und dadurch sich halt auch viel, viel softer anfühlt. Okay. So, was auch gerade für leichte Leute angenehm ist. Mega. Nice. Dann sage ich mal Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Video. Gerne Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und bis dann. Mach ich.